Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, in der letzten Folge, genau da müssen wir rein, haben wir wahrscheinlich zum wiederholten Male festgestellt, dass wir den Trank ja doch machen können. Ach so, der braucht noch 2 Tage. Oh, das dauert dann ja doch noch ein bisschen. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass wir das dann in der Zeit machen, aber das können wir dann nicht. Haben wir da noch genug für? Nein, wir haben keine Alraunen mehr. Glaskugeltrank ist nicht so teuer. Machen wir noch mal einen, weil dann können wir nämlich noch mal ein bisschen leveln in der anderen Welt. Hier hatten wir jetzt, glaube ich, da sollen Äpfel kommen. Glaube ich, ansonsten nichts mehr drin. Ne? Da Granatäpfel, okay. Perfekt. Diesen schauen wir noch nicht fertig. Nee, 1 Stunde 40 noch. Na gut. Kitty, dann stürzen wir uns gerade mal auf dich. Hey there, Kitty. So, und bevor wir alles andere machen, schauen wir doch mal eben hier unten. Ach so, das sind die Blumen, genau. Aber die müssen nicht gegossen werden. Das ist schon mal gut. Das sind alles Bäumchen und die müssen auch nicht gegossen werden. Warum, weiß ich nicht. Es ist zwar sehr schön. Ja, können wir da eigentlich noch was? Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel, oder? Nee, Holz fehlt uns noch, genau. Okay, dann schaue ich auf jeden Fall, dass wir nicht so viel angeln. Ich meine, wenn man natürlich jetzt hier oben gerade mal was Großes über den Weg läuft, dann würde ich auch noch angeln. Aber ansonsten muss ich gucken, dass ich mal ein bisschen mehr Holz hole, damit wir uns da mal drum kümmern können. So, dann da hinten. Da ist noch was. Schwarzkümmel. Da ist noch was zum Ausgraben. Und oben links sehe ich auch gerade noch was. Geld. Geld ist immer gut. Gerade jetzt. Da können wir noch was sammeln. Gerade jetzt, wo wir uns mehr auf die Bäume konzentrieren wollen. Das wollte ich eigentlich sagen. So. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, wir können ausgraben. Sehr schön. Da haben wir jetzt direkt einen großen Fisch. Den nehmen wir natürlich noch mal kurz mit. Ich sagte, wir nehmen den großen mit, nicht den kleinen. Oh yeah. Dann, wir können wieder pflücken. Sehr schön. Dann müssen wir doch noch mal kurz eine kleine Runde nach oben gehen. Und dann können wir auch direkt noch mal zu dem Leuchtturm gehen, weil wir da nämlich auch Beeren pflücken können. Ich hatte das eben noch im Kopf, habe mir dann gedacht, nee, so einen, vielleicht auch 2 Tage müssen wir bestimmt noch warten. Das ist halt das Problem, wenn man mehrere Tage quasi hintereinander aufnimmt und dann mal wieder ein paar Tage gar nicht. Könntest du mal nicht so hängen bleiben hier? Dann weiß man überhaupt nicht mehr, wo man gerade dran ist. Ich glaube aber, wenn man hier 3 abgepflückt hat, dann hat man alle, oder? Ich meine, ja. Gut. 8:30 Uhr ist immer noch sehr, sehr früh, muss ich sagen. Die sind wahrscheinlich immer noch nicht wach. Oh, Hallöchen, Herr Bürgermeister. Have you built a new barn on your property yet? Happily, I vetoed legislation limiting new farm structures. The conservationists didn't want anyone building too close to the marshlands where the birds lay their eggs. But we can't let waterfowl get in the way of progress now, can we? Otto, soft on business, hard on birds. Ah, exactly. Ja, aber ob er darauf stolz sein sollte, ich weiß es ja nicht. Gut, wir werden uns erst. Oh Gott. Hallo, geh doch mal darüber. Wir werden uns erstmal um die gefühlt 2 Millionen Eier kümmern, die hier rumlaufen. Rumliegen. Die laufen alle da rum, die haben alle 2 Beine. Oh Gott, ich habe schon wieder was Neues im Kopf, was ich skizzieren könnte. Oh je, oh je. Ich denke nur noch ans Zeichnen im Moment oder ans Schreiben. Also es ist ganz schlimm. Ich nehme die meiste Zeit auf, denke die meiste Zeit während des Aufnehmens und auch während des Nichtaufnehmens ans Zeichnen und ans Schreiben.
Ja, mein Buchcover ist schon fertig übrigens. Allerdings ist das Buch selber noch nicht fertig. Ich hatte irgendwie mehr Drang dazu, gerade erstmal das Cover zu machen. Allerdings muss ich das Buch noch ein bisschen umschreiben, muss ich auch dazu sagen. Was heißt umschreiben? Also den Namen ändern, weil das wiederum nicht zum Buchcover jetzt gepasst hat. Ist alles ein wenig kompliziert. Deswegen sollte man sowas eigentlich immer erst am Ende machen. Aber naja, habe ich echt schon 4 Hühner? Naja, gut, 3 Hühner und einen Küken, sagen wir es mal so. Boah, da kriegen wir aber viel Hühnerfedern. Ich weiß gar nicht, wofür die überhaupt sind. Hallöchen! Oh. Unsere Kuh, ich wollte gerade sagen, unsere Kuh will auch gestreichelt werden, aber die rennt direkt wieder rein. So nach dem Motto, oh Gott, die Alte ist da, ich gehe schon wieder. Hallo? Hallo? Darf ich dich auch mal... Aha. Jetzt, da freut sie sich dann doch. Das ist so, als ob die mir die Milch ins Gesicht spuckt oder so. Weil man melkt die ja nicht, sondern die mut dann immer nur. Ach so, Moment, du bist die andere. Habe ich dich jetzt erwischt? Ja. Oh, jetzt kriege ich ja noch Schluck auf, während ich rede. Also irgendwie, der Morgen beginnt schon wieder super. Ich habe Migräne beim Aufnehmen, was ihr jetzt hoffentlich nicht so merken werdet, weil ich hier gerade meinen Kopf komplett vereist habe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also fragt bitte gerade nicht, wie ich aussehe. Ach so, stimmt. Was muss ich hierfür eigentlich? Ich muss ganz viel Dreck, wollte ich gerade sagen. Ganz viel Erde dafür sammeln. Ne? Dann hätten wir 10. Boah, das ist so blöd, dass das so lange... Dass das so lange mit der Erde dauert. Ich brauche hier echt mehr von den... Ich muss mal eben nachgucken. Mehr von den Komposthaufen. Da brauche ich auch gar nicht so viel Holz für. Das Problem ist halt, ich würde gerne natürlich sehr auf Honig gehen auf der einen Seite. Ach, die haben gerade erst angefangen. Auf der anderen Seite natürlich auch gerne auf Bäumchen. Und wenn ich irgendwas anpflanzen muss, wäre es natürlich gut, wenn ich hier so eine ganze Riege zum Anpflanzen hätte. Gut, ich habe jetzt 7 Honig habe ich jetzt. Das ist natürlich schon mal eine Hausmarke. Allerdings brauchen die natürlich auch wahnsinnig lange. Mein Plan war ja eigentlich, hier oben nochmal das Gleiche hinzustellen. Also nochmal so 4 Kästen und dann 2 von denen in der Mitte und dann nochmal 3 an der Seite. Das ist halt doof. Hier kann ich jetzt auch nicht wirklich mehr machen. Oh, Moment, aber ich kann die schon mal machen. Ich meine, das Blöde ist auch, ich kriege natürlich nicht so viel. Wir sind jetzt schon wieder auf 15 runter. 13, ich bin jetzt schon wieder auf 12 runter. Ich kann mir nicht mehr, ich kann nicht mehr Komposthaufen machen, das geht nicht. Boah, hier ist ja gar nichts mehr, ne? Moment. Da war Holz. Och. Okay. Da war Holz. Ja, dann würde ich sagen, dann nehmen wir das hier auf jeden Fall noch. Dann halte ich mich an den ursprünglichen Plan. Dann mache ich dann nämlich die Beete rein. Ach, wir haben ja Samstag. Oh, dann kann ich ja sowieso fast nichts von dem machen, was ich eigentlich machen möchte. Das ist doof. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal kurz. Ich will immer sagen nach Fairy Haven, aber das ist ja das, wo wir gerade sind. Aber das passt so schön vom Namen her. Halt hier hin, ne? Wo ist er denn? Hallöchen! You look tired today. I am. I stayed up late because I thought I had a real breakthrough on my Nimbus cloud condenser. But I ended up with a mechanical breakdown, not a breakthrough. So... Wesley, bevor du wegrennst, Shelby. Cameron's always bringing me stew. I suppose he thinks I'll convert. The poor fella. Ja, vor allen Dingen wegen Eintopf, ne? Wesley, mein Süßer. Ich weiß immer noch nicht, wie ich dich heiraten kann. My brother Lou sent me our mother's signet ring.
I hope he meant it to be a peace offering. I see it as a good sign he at least acknowledges my existence. Ja, und du könntest mir den Ring als Verlobungsring schenken. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ach so, bei ihm war das gar nicht, ne? Nee, bei ihm waren die Zauber, genau. Wieso habe ich denn jetzt nochmal einen Glaskugeltrank eigentlich gemacht? Wollte ich bei ihr leveln? Ich bin mir gerade nicht sicher. There are lots of folktales about fairies trying to trick humans. Why is that, Perry? Fairies tricking humans. Those stories are mistold, every one of them. You see, we fairies put great stock in fairness and reciprocity. But humans are deceitful, so don't deceive me, Witchling, or I may have to pay you back in kind. Ja, es ist doch nicht so ganz falsch, ne? Nur halt jetzt nicht, dass es von denen ausgeht. Petersilie? Besenheide, okay. Glaskugeltrank ist nicht auf Lager. Nee, das könnte ich aber verkaufen. Zum Freischalten, mehr verkaufen, belebender Trank. Magie-Auffülltrank, okay. Aber kann man nicht sehen, nee, kann man nicht sehen, was die dafür brauchen. Na gut, dann weiß ich jetzt, warum wir das mal verkaufen wollten. So. Belebender Trank. Maximum. Ja, was heißt Maximum? Der andere ist ja auch Maximum, deswegen weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen, aber so haben wir es zumindest schon mal freigeschaltet. Ich meine, zur Not können wir es ja immer noch holen. Dann müssen wir noch zu ihm gehen, dessen Namen ich ständig vergesse. Ariel, genau. Perry was saying about Amira the other day. I still can't understand the idea of romance. Much less being involved so closely with a human. Hallo? Ich muss ja auch nicht unbedingt eine Liebesgeschichte haben. Ich muss den nur heiraten. Ich will in dem Spiel einfach heiraten. So ist das. Das ist gemein. Jetzt kommen wir hier gerade raus. Ich meine, wir brauchen ja auch Geld, ne? Wir wollen ja auch die Zaubertränke vielleicht kaufen. Und noch einige andere Sachen. Nein, aber wir brauchen natürlich auch Geld. Also müssen wir zwischendurch natürlich auch immer mal wieder ein bisschen was angeln. Oh yeah! Die Frage ist halt nur, wir müssen jetzt nicht so gezielt viel angeln. Was wir viel machen sollten, ist auf jeden Fall hier die Bäume wegmachen. Also nicht wegmachen, sondern fällen. Wegmachen hört sich so an, so nach dem Motto, die stehen im Weg, machen wir die mal weg. Nein. Nur das, wo ich hingucke. Nichts anderes, bitte. So. Unkraut ist immer sehr, sehr gerne gesehen. Auch im Garten, spätestens für den Kompost braucht man das immer. So, Thomas. Ach nee, bei Thomas haben wir ja... Er hat aber auch sonst nichts mehr, ne? Nee, sonst hätte er ein Ausrufezeichen oben drüber. Also Thomas ist der Einzige, wo ich tatsächlich noch weiß, dass wir beste Freunde sind. I've healed so much since Giacomo's passing. I used to think it meant I'd hurt less to think of him. But for me, it means being able to feel more than just grief. Ja, und da unten schwimmen auch schon wieder zwei rum. Das ist doch eine Frechheit. Das Problem ist, ich kann an diesen Stellen einfach nicht vorbeigehen. Also die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So. Oh, yeah. Achso, die Beeren müssen wir noch holen, genau. Gut, dass wir hier rumlaufen. Einmal Beeren pflücken. So. Kann ich ganz viel machen. Theoretischerweise, wenn ich die Sachen selber nicht brauche, könnte ich auch ganz viel machen und die dann verkaufen, um zu leveln. Aber, naja, gut, bis auf Rezepte ist da eigentlich jetzt so auf Anhieb nichts, was ich jetzt unbedingt brauche. Also, beziehungsweise die Rezepte brauche ich auch nicht unbedingt. Das war mal eine Riesenbeute hier heute. Da nicht, aber ich sehe hier schon wieder einen großen Fisch. Oh yeah!
Und der beißt direkt beim ersten Mal an. Ja, wunderbar. Perfekt. So. Dann gehen wir hier oben weiter, weil, obwohl, nee, Samstag, glaube ich, arbeitet der nicht, ne? Nee. Aber er ist hier. Er ist irgendwie am Wochenende, glaube ich, immer hier, ne? What if we filled the onsen with noodles and made a million jillion plates of spaghetti bolognese? That would probably be enough to set a world record or something. And then we could eat it all to celebrate. Mhm. Was so eklig ist irgendwie, wenn er so ein macht. Das hört sich immer an, als ob der voll am Rülpsen ist. Oh. Das nehmen wir nochmal gerne mit hier. So. Mal schauen. Wer von euch sind denn die fleißigen Bienchen? Wer ist noch am Arbeiten an einem Samstag? Sie ist noch am Arbeiten. Sehr schön. Lauf. Das heißt, müssen wir Mehl kaufen? Ich weiß es gerade nicht. I am so ready for summer to be over. My kids need something to keep themselves busy. So, da ist Mehl. Und wir haben 20. Ich kaufe mal 5 dazu, weil wir ja schon ein paar Fische auch haben, ne? Achso, du musst jetzt auf die Kinder aufpassen, du Ärmster. Have you checked out the Consciousness Center yet? We accept everyone, even people whose families didn't come over on the Mayflower. Imagine that. Ja. Klingt jetzt irgendwie seltsam, aber okay. Einmal Limo, bitte. Do you need any help with farm errands? We're trying to save up for some new slingshots. You look thirsty. Ja. We added extra sugar to yours. Nee. Bitte nicht. Ich mag es lieber sauer und weniger zuckrig. Also am liebsten alles ohne Zucker. You gotta come out before sunrise, my dude. Dawn Patrol! So, was haben wir denn? Oh, Limettenbaumsetzling. Den haben wir, glaube ich, noch nicht. Den müssen wir auf jeden Fall kaufen. Aber Maulbeerbäume, ich glaube, da haben wir jetzt wirklich genug von. Paprikagewürz. Das brauchen wir alles nicht. Nee, das lassen wir mal. Hallöchen. My parents called the other day and asked if I wanted to sell the bar. They said it'd be good to travel, but I'm not sure where I'd even go. Bruno ist auch da, aber ich gehe erstmal zu ihr. What are you listening to, Juliet? I don't think you'd know the band. They're pretty punk. Cool. Dann kann es gut sein, dass ich sie kenne. I don't know what I'd do if Amira left. Seems like every other thing in me breaks down as soon as she sends me home. Ja, Bruno, Moment, wir gucken nochmal eben. Wir haben 26, okay. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge gerade alles neu gekauft. Kann das sein? Oh, sie hat offen. Some people call it the Fairhaven Ferry. I call it the Fairhaven Germ Dispensary. Ja. Aber es gibt sehr viele Orte, die Keimschleuder sind. Was das Leben aber nicht schlimmer macht, weil... Jo, Keime sind halt überall, genauso wie Viren und Bakterien. Okay, da brauchen wir noch nichts Neues. Have you noticed anything different about Emmy and Finn? The other day they showed me a coin trick and I swear they made it disappear for real. Okay. So, so, das würde ich denen ja so gar nicht zutrauen. So, er muss auf die Kinder aufpassen. Das heißt, wir gehen mal eben in den Wald. Ach, da versteckt er sich schon wieder. So, are you staying on now? If you're selling the farm, I might know an interested buyer. Too soon? Yep, I would say so. Da kommt noch eine. My parents always pushed for me to be the best in everything. It's hard not to feel inadequate, but I'd rather stay happy. Aber ich möchte lieber so bleiben. Und gesagt hat sie ja sowas wie, aber ich möchte lieber glücklich bleiben.
Ach, ich liebe diese Übersetzung. Gut, da können wir noch nichts machen. Wir brauchen auch nicht wirklich neue Magie im Moment. Ja, komm, ich angel noch ein bisschen. Obwohl ich wirklich noch Holz brauche. Also ich denke mal, das werde ich offline dann gleich noch so ein bisschen machen. Also ich mir dafür einen Trank nehme oder sowas. Allein deswegen, weil ich die Beete noch herstellen möchte. Eins brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch, weil wir den Limettenbaum was, glaube ich, da reinsetzen müssen. So, hier ist auch nichts mehr. Dafür sind hier wieder zwei große Fische. Nee, ein großer Fisch. Nee, zwei. Oh Gott. Und natürlich beißt der Kleine an. War ja klar. Ey, wenn, ganz ehrlich, schaut euch mal bitte die Heuschrecke bei mir an. Wenn die so mega groß wären, ich glaube, ich würde nie wieder aus dem Haus gehen, wenn irgendwo Heuschrecken wären. Oh, ich gehe wieder. Tschüss, ich muss weg hier. Auf Nimmerwiedersehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, der Blumenladen könnte noch geöffnet haben, ne? Ich gehe oben nochmal eben rum. Bäckerei sollte am Samstag auch geöffnet haben. Wobei, bei denen, das sind ja immer so komische Zeiten. Ja, hi, Violet. Was ist das? Nein! Sag bloß, sie hat auf mich gehört. Tara, guess what? I just got approved for a small business loan. I can finally open up my boutique. Congrats, Violet. I could totally use a wardrobe update. I feel like I always wear the same old thing. I'm gonna make this space a place for all your floral and fashion needs. Any chance you're growing some cotton on your farm? I need some cloth to get started. Say no more. Garden plots can be spared in the name of fashion. Ooh, fabulous! Ooh, I can't wait to show you my new designs. Cool, aber wir müssen nicht nur Wolle anbauen, sondern wir brauchen auch Farbe. Oh nein. Okay. Aber ich kann noch mal mit dir reden, ne? Parker's my favorite customer. No offense to you, of course. He has a passion for flowers I really admire. Ja, aber die brauchst du ja bald nicht mehr. Aber wie will die das dann machen? Die hat ja jetzt noch alles mit Blumen vollstehen. Will die dann anbauen oder was? Oh, Angus, even for you, that was a terrible joke. Whatever, you're laughing. How about this one? What do you call a gay pride parade in Fairhaven? Five people and a flag. So, what about you, Miss Tara? What side of the parade would you fall on? Inquiring minds want to know. Angus, that's none of your business. Tara, you don't have to answer that. Mir sind Labels egal. Wer will das wissen? Kim hat recht. Das geht dir nichts an. Pff. Ja, wer will das wissen? Mir sind Labels... Also, es ist klar, worauf das jetzt hinsteuern soll. Aber, also, ich würde jetzt nicht sagen, ja, Kim hat recht, das geht dich nichts an. Das würde ich nicht sagen. Ich weiß nicht, das ist hoffentlich was, was jetzt nicht so, ich mag dich, da steckt mehr hinter klingt, sondern, ja, weiß ich nicht. Ich versuch's mal. I'll answer when you tell me who wants to know, Angus. No, nobody. Certainly no one in this room. Forgive me if I overstepped. It's just that I want to try a recipe for this romantic chocolate fondue to go with my fresh pound cake. And there are no new couples around here to give it a whirl. Let me know if you know anyone who might be interested. Ja, ich hab Interesse. Und zwar mit Wesley. Aber der mag mich noch nicht so gut. Noch nicht so sehr. Mit dem haben wir schon. Mit dem brauchen wir nicht mehr reden. Der ist schon komplett... Habe ich das doch richtig im Kopf gehabt. Dich muss ich noch leveln, ne? Your jewelry is all so beautiful, Francis. Thanks. I wish I could work on more complex pieces, but I don't have the materials. Well, what would you need for that? Oh, better quality metals, finer jewels. But it's hard to source things.
Ja, es tut mir leid, aber ich habe gerade andere Prioritäten. Ach so, genau, zur Schmiede könnten wir auch noch mal kurz. Hallo. I love working with gold. It strings out beautifully into wire every time. I give the extra to Francis and he makes me cute little gifts I send to my ma. Also, ich muss mir das wirklich mal aufschreiben. Es tut mir jetzt leid, Leute. Moment, die Schmiede, da sind wir komplett. Bäckerei, da sind wir auch komplett. Und was war das andere jetzt nochmal? Ach so, genau, Thomas. Thomas sind wir auch komplett, aber ich meine, da wäre noch jemand gewesen, mit dem wir komplett befreundet sind. Dann haben wir die alle durch. Ja. Dann würde ich sagen, dass ich hier nochmal eben gucke. Ja. Seide. Sehr schön. Nein, ihr doch nicht. Die, wo ich vorstehe. Hallo. Achso, ich habe kein Maulbeerblatt mehr. Wieso habe ich kein Maulbeerblatt? Weil die von den Bäumen, genau. Weil die von den Bäumen kommen. So. Kann ich... Ja, ich habe ja eben noch ein bisschen... Brauche ich Papier für das eine? Nee, ich glaube nicht, oder? Wolle habe ich, glaube ich, jetzt gerade nichts mehr. Ne? Die wollte ja Stoff haben. Doch. Moment, wie viel Stoff wollte sie haben? Aber ich glaube viel mehr. Das sind die Fäden. 5. Ist doch Stoff, ne? Ja. 5 Stoff. Ja, dann fangen wir aber trotzdem schon mal an, dass wir schon mal 2 herstellen. So. Stimmt, ich kann ja auch Kerzen. Sojateig. Okay, das war die Sache. Das ist aber ein Ding, ne? Ja. Okay, dann... Ich habe die Bäume immer noch nicht fertig. Wie lange brauchen die denn? Der braucht noch 2 mit der Maulbeere. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt nochmal offline ein bisschen Holz besorge. Weil ich würde auch gerne das Bäumchen noch anpflanzen. Das werde ich dann wahrscheinlich auch direkt tun. Und, beziehungsweise, ich habe ja jetzt noch ein bisschen Holz, ne? Das könnte ich mal eben... Gartenbeet... Ach, da brauche ich wieder eine Erde für. Aber die eine müssen wir eben bauen. Es tut mir leid. Wobei, eine Erde, glaube ich, ist noch okay. Aber Limettenbaum, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Limettenbaum hat man nämlich noch gar nicht angepflanzt. Wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es kann auch sein, dass wir welchen hatten. Da ist jetzt nichts drin. Mich würde es aber mal interessieren. Nee, Limettenbaum hat man noch gar nicht. Das heißt, das ist schon gut, was ich jetzt hier gerade mache. Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt offline auf jeden Fall noch ein bisschen Holz hacke. Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn ich quasi ins Bettchen gehe. Wir können das ja mit dem Trank oder was das ist, da diesen Honig-Tee da, können wir ja leider noch nicht machen. Der ist ja erst in 2 Tagen fertig. Deswegen, ja. Sehen wir uns dann heute nicht mehr wieder. Deswegen sage ich mal gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao. Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.